Hallo zusammen. Ja, es ist Freitag und wir warten nicht auf dem Wochenende, sondern wir warten mal sehen, ob wir schaffen, was wir geplant haben. Das ist die Thema. Aber gleich gucken wir und mal sehen, ob wir schaffen das oder nicht. Auf jeden Fall, wir haben schönes Wetter, 20 Grad. In München-Gladbach, das war fast die ganze Woche, obwohl Mitte Oktober ist. Ja, fast Ende Oktober. Wir sind schon in der dritten Woche von Oktober. Ab jetzt für mich fängt an eine lange Zeit mit, lass mich kurz denken, fünf Schulungen habe ich in den nächsten zwei Monate. Genau, nächste Woche, 3 Tage, Alko, Hubstütze. Das ist die einzige, was fehlt mir, und sonst habe ich alles. Habe ich Lineppe, habe ich SAR und EUMP. Dann, danach mache ich eine Klebeschulung bei Dekalin, 2 Tage. Dann die Woche danach habe ich, lass mich kurz überlegen, 2 Tage in Ulm oder Neu-Ulm, irgendwo da, bei Ebersprecher. Und die Woche danach habe ich bei Transwart, genau, Victron-Schulung. Ja. Ja, ich weiß, habe ich noch der vor 2 oder 3 Jahren gemacht, aber Victron ist eigentlich so komplex und so viel zu lernen und so viele Sachen noch, Neuigkeiten und Updates und keine Ahnung was, das muss man praktisch, sagen wir nicht jedes Jahr, aber alle 2, 3 Jahre wäre es schon zu wiederholen. Deswegen mache ich der auch. Und dann habe ich noch eine dritte, eine fünfte, sorry, bei Aquaion, bei diesem System habe ich euch schon einen Film in Düsseldorf gemacht, bei der Messe mit diesem Wassersystem und so weiter. So, so sieht es aus. Mein Hof, wie immer, ist voll, aber meine Werkstatt genauso. Dann gehe ich kurz und machen wir ein bisschen die Musik ein bisschen leiser und dann fangen wir an von hier. Genau, die Thema war ist immer, lass mich kurz leiser machen. So, die Thema, habt ihr den Titel gesehen, ist immer eine Mini-Waschmaschine eine Lösung in unsere Autos, ja oder nein? Ich bleibe dran, ich erkläre euch erstmal meine Meinung. Dann fangen wir an von hier. Hier haben wir eine Hümer. Der Hümer hat verschiedene Module, Solarmodule von uns bekommen, hat eine Max-Fan, hat Lithium-Batterie, Wechselrichter, Dieselheizung bekommen, bekommt ihr noch eine Klesana. Ja, hier, dann hier müssen wir, das gefällt zu den Kunden nicht, müssen wir so eine hoch, da ist schon zu vorbereitet, so ungefähr mit der hier. Wollen die auch da hinten haben, ja, Ebersprecher, Bedienteil ist hier, was wollen die noch haben? Klima war schon drin, Max-Fan ist hinten eingebaut. Genau, so sind mehrere kleine Projekte, die der Hümer noch bekommt ab jetzt. Dann, wir haben einen anderen Hümer, und zwar der hier. Und der bekommt, hat er schon Klima, Solar, hat er schon eine
Ventilator, aber das ist nicht von uns. Lithium-Batterie hat er bekommen. Dann Wechselrichter, Booster. Genau. So, dann die wollen hier hinten nicht das Loch erstmal. Licht, hätten wir die Möglichkeit in einer Dometic Fresh Light, dass die mehr Licht hier haben, aber die sagen, es kommt nicht nur um Licht, es kommt, wir wollen nicht direkt über das Bett und wir möchten gerne auch hier vorne ein bisschen im Sommer die Klima nutzen. Deswegen haben wir entschieden, haben wir hier oben neues Loch gemacht und deswegen ist schon hier. Dann hier sehen wir die zwei Batterien mit Plus-Minus-Vorteile. Da ist der Wechselrichter, konnten wir gerne von Hubstütze. Ja, Hubstütze von EMP. Da haben wir der Bedienteil angebaut. Genau, wie gesagt, wo waren wir? Ah, das, ich komme von draußen und ich zeige euch. Genau, hier ist die Pumpe, so die komplette Aggregat von der OMP. Dann hier haben wir geschafft der Wechselrichter. Das ist eine vorhandene Anlage, was auf dem Dach war. Und haben wir einfach der MPPT hier eingebaut, der war irgendwo hier runter. Und der Kunde sagt, was ist, wenn Wasser kommt hier, keine Ahnung, der hier oder da irgendwo. Dann lieber bauen wir der hier, haben wir so gemacht. Da haben wir die Votronic 350 Ampere geladen, 50 Ampere hier angebaut. Und noch eine Votronic Standby Charger, das haben wir zusätzlich gemacht, zu Notfall, weil der ist auch in der Lage, die 3 Ampere zu geben, wenn die einen großen Unterschied zwischen Lithium-Batterie und Starterbatterie mehr als 0,7 ist. Der gibt auch 3 Ampere zur Starterbatterie. Aber zusätzlich zu das haben wir auch einen Standby-Charger. Über den Standby-Charger muss ich einen extra Film machen. Das erkläre ich euch in der Film. Dann hier ist der Concorde. Ich erkläre euch gleich, was wir hier machen. Dann gehen wir schon hier. Wally hat schon angefangen, die Gläserne einzubauen. Hier kommt die, war eine Banketttoilette, die ist schon raus. Die 3 Water sind raus. Die sind hier. Die waren hier. Ja, die waren hier. Und hier kommt 285, eine 2000er Multiplus von Victron. Genau, so. Wally nimmt die Toilette raus jetzt. Genau, und ich erzähle euch weiter. Da ist schon eine Booster, der bleibt, ist diese große Booster von Vorschaut. Dann hier kommt, bekommt eine GIBA-Internet-Antenne. Hier kommt der Receiver. Mit GIBA-Antenne kommen wir, mit der Kamera kommen wir hier rein. Dann hier auf dieser Seite kommt ein neuer Fernseher, 24 Alphatronics mit einem Halter, die kann man so rausziehen. Hier unser Kollege baut schon eine Max-Fan. Dann Servo wird hier eingebaut. Ja, mit der entsprechende Schand und alles drum und dran kommt da unten. Eine super Sens für die Frischwasser bekommt dieser Auto auch. Und Solar. Habe ich etwas verpasst? Lass mich kurz in mein Buch gucken. So. 2x185, 6 Module, 2000er Wechselrichter, Schand, Servo, GIBA Internet, Max-Fan mit Verdunkelung, Klesana, Super Sense, Alphatronics, eine 12 Volt hier in Armaturbrett, Karatec TV-Halter für die hintere. Ach genau, und wir bauen hier einen Splitter. So, die haben hier eine große 32 Zoll. Hier ist die Antenne eingebaut. Sieht ihr gar nichts, aber ich habe Licht.
Und hier, wir werden eine Splitter reinbauen. Die Antenne ist nicht mit, wie heißt? Die Antenne ist nicht mit Doppel-LNB. Und ein Update wäre zu teuer für den Kunde. Dann haben wir entschieden, eine Splitter zu machen. Weil der sagt, ich gucke sowieso nie, wir gucken nie getrennt, ich vorne und meine Frau hinten oder so. Wir gucken immer das Gleiche und dann oder gucken wir vorne oder gucken wir hinten. So, für die ist nicht interessant, dass keine Twin da ist. Ja? Dann gehen wir weiter. Wie gesagt, hier ist mein Kollege, macht dir der Heckdach weg und wird da eine Maxfan eingebaut und dann 6 Module. Achso, und hier ist mein schöner Plan. Guck mal. Ja. So, wie gesagt, hier kommt der Maxfan. Links da, wo mein Kollege ist, kommt noch so ein Modul. So links und rechts. Dann, oder andersrum, hier links und da ist rechts. Dann der Modul ist hier und dann kommt noch eine da. Ja, der ist hier und der kommt da. Der ist schon da, bleibt und der ist schon hier. Der bleibt auch, nehme ich unseren Plan weg. Ja, hier kommt die Giba-Antenne und hier der Dachdurchschwung. Nehme ich den Plan weg, machen wir gleich runter. Wie gesagt, hier wird die Giba-Antenne und hier unsere Dachdurchschwung und wir gehen rein. So, insgesamt sind wir bei 650, 70, oder? 80. 600. 20, 40, 50, 60, 70, 80. Genau. 680 Watt auf dem Dach. Das reicht mit der Batterie, mit einem großen Booster. Der Mann geht in ein Jahr in Rente und die Dame ist schon. Das ist ideal. Mit alles, was wir hier einbauen und was hat er noch, dann konnten die gerne in ganze Europa. Dann fangen wir an mit dem Concorde. Hier erzähle ich euch jetzt über die Waschmaschine. Concorde. Die Dame und der Herr sind zu uns vor ein paar Monaten gekommen, dass die wohnen hier und die sind total unzufrieden mit das, mit das, mit das, mit das und alle anderen mit Strom, klar. Dann haben wir ein bisschen gerechnet, was habt ihr, was braucht die und so weiter und so fort. Und haben wir festgestellt, dass der Verbrauch ist ziemlich hoch pro Tag, ca. 200, 250 Ampere, das ist viel. Die hatten eine kleine Waschmaschine, ich sage die hatten, weil die ist nicht mehr da. Ich erzähle euch gleich warum. Die haben Spülmaschine, die haben tausende Sachen, außer die normale 12 Volt Verbrauch und E-Bikes zu laden und Reise führen und. Ja? Morgens ein Toaster. Was haben die gesagt? Die haben noch Wasserkocher und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir so ein bisschen gerechnet und habe ich gesagt, für euch kann ich so und so und so viel machen. Und zwar haben wir entschieden, voll in Solar zu machen. Am Anfang, so Augenblick, wenn du guckst, haben wir gesagt, 8 Module extra, weil die hatten schon 4. Ja, ich zeige euch. 4 Original von Concorde, 160, die waren schon auf dem Dach. Und habe ich gesagt, guck mal, da. Alles klar, noch 8 passt. Der war zufrieden. Aber als die Auto hier gekommen ist, haben wir gemerkt, das ist Platz noch für 2. Eigentlich für noch eine und der war noch glücklich. Und dann sagen wir in der Fall, die passt 10, ich mache dir fest und sage, mach mal bitte, wenn das passt. Und haben wir geschafft. Und wie zeige ich euch jetzt? Dann fangen wir von hinten, ja? Da hinten, ich muss von hier so gucken, haben wir geschafft, 4x120 nehmen an andere zu machen. Ja? Dann haben wir eine 110er da und die hier sind die zwei von den 4 alten Module. Dann haben wir hier eine Maxfan eingebaut, da 1,
2, 3, 110 Quadrat. Dann haben wir vorne, ganz, ganz vorne rechts, eine 110 lang, sofort eine 110 Quadrat. Und hier sind noch zwei von die alte Module. So, insgesamt jetzt gibt es auf dem Dach 160 mal 4, dann sind einmal 4, 640 waren schon. Und dann wir haben 10, so einmal 1000, dann 20, 80, 1100, 1140. 1140 sind insgesamt 1780 Watt auf dem Dach, Leute. Das ist schon eine Nummer. Eine Maxfan, eine Antenne, ein, zwei große Heckidach, eine kleine Heckidach, eine Internetantenne, komme ich gleich da, ist auch eingebaut von Karatec. Ja, so sieht es aus. Dann gehen wir runter. Und dann haben wir gesagt, okay, was habt ihr? Dann war eine Mastervolt 360, ich glaube, schon alt. Und wenn der Verbrauch ist 200, dann klar, schaffst du nicht mehr als 1,5 Tage. Mehr haben die nicht geschafft. Dann, hier wird eingebaut eine komplette Zitronik-Alarmanlage. Und zwar Safe Lock mit dann Profinder, sodass die bekommen Nachrichten über Handy, wenn etwas passiert. Dann bekommen eine Vernetzungsmodul, dann die bekommen überall Funkmagneten, dann so eine NFC. Es ist schon hier eingebaut, ich weiß nicht, ob da sieht der Schwarze da hinten. Die konnten hier durch eine Karte, eine Chip oder eine Armband scharf und nicht scharf machen. Ja, zeige ich euch jetzt. Das ist die komplette Alarmanlage, wird noch eingebaut. Wie gesagt, eine Chip, eine Karte und eine Armband. Wir haben alle die Funkmagnete schon eingebaut. Dann, hier müssen wir noch weiterarbeiten bei 230 Volt. Hier haben wir schon der Display von Servo eingebaut. Klar, wir haben jetzt keinen Strom. Was haben wir noch hier? Den Maxfan habe ich euch schon von oben gezeigt. Dann jeder Tank. Jeder Tank hat eine neue Tanksensor, so das konnten wir direkt mit dem Servo verbunden. Was bekommt noch? Bekommt eine komplette Keramikversiegelung. Komplett, ich meine, ich weiß nicht, ob ich kann euch von hier zeigen. Auf jeden Fall, auch die Fenster müssen die ein bisschen poliert werden. Dann, der bekommt, so die komplette Mastervolt ist raus und der bekommt zweimal 3000. So, jetzt haben wir die Halle, so der Himmel. Hier noch der 3000er, hier zwei 3000er und da eine 2000er. So, alle Multi Plus von Victron, so komplettes System von Victron. Ist normal, wenn du Servo willst, der hat auch Servo, der Mercedes. So, der bekommt zwei. Das ist die Schöne bei Victron, dass du kannst die in parallel anschließen. Ja? Bedeutet, der Kunde wird nicht 2400 dauert, so viel hat eine 3000er Multiplus von Victron, sondern 4800 insgesamt. Und das reicht, weil irgendwann, warum haben wir so entschieden, ich zeige euch gleich, dann zweimal große Booster, so insgesamt 100 Lithium, 100 Ampere über Lithium wird der Booster laden. Und wir haben eine Hausart Waschmaschine eingebaut, Leute. Eine Hausart Waschmaschine. Das ist eine LG mit, ist eine Waschtrockner. Ja, der kann waschen und trocknen. Und waschen ist überhaupt kein Problem. Aber Trockner braucht ihr 3000 Watt. So.
3000 Watt hätte der nicht geschaffen. Und was bringt mir, wenn ich nur meine Trockner läuft und da drin kann ich gar nichts mehr machen. Deswegen haben wir zwei eingebaut und der kann gleichzeitig mehrere Sachen machen. Ja? Und im Lithium wird da 1080 Lithium eingebaut. So, das wäre kein Problem. Wir haben so grob gerechnet, in einem Tag, wenn er wäscht auch und trocken, dann sind es um die ca. 500 Ampere, die Hälfte. Es ist so, wenn man wohnt hier und es ist so, ja, aber wie viel mal waschen die? Ein, maximal zwei pro Woche. Die sind alleine, die haben keine Kinder, die haben keine Hunde und so weiter. So ist normal, dass mehr als ein, zweimal maximal pro Woche nicht zu nutzen, diese Waschmaschine. Ich zeige euch gleich, Wally hat noch ein Auto reingefahren. Das ist ein Rollerteam über Ford. Der hat von uns mehrere Sachen bekommen. Von Lithium, Wechselrichter, Solar und so weiter und so fort. Und jetzt bauen wir Luftfederung. Ich weiß nicht, ob ich kann euch zeigen. Von hier. Die haben wir schon eingebaut. Mal sehen, ob ich kann von hier ein bisschen zeigen. Ja. So, wir haben die schon eingebaut. Das Problem ist, wenn Auto eine normale Handbremse hat, ist kein Problem. Aber wenn nicht, ist elektrisch wie hier, dann passt nicht mehr diese alte Display. Das ist die alte Display. Haben wir nur so zu zeigen zu der Kunde, warum hat nicht gepasst. Kunde hat das Auto vor zwei Tagen abgeholt, weil er brauchte für etwas. Und jetzt müssen wir die irgendwo hier oben einbauen. Das wird genau jetzt Wally machen. Ja, das ist der neue Display. Guck mal, ist lang und flach, slim. Und der passt wahrscheinlich da mit ich in eine von diesen zwei Löcher. Genau. So sieht es aus. Jetzt gehen wir hier weiter. Florin ist schon da rein am Arbeit. Wir haben geschafft bis jetzt, beziehungsweise er hat das geschafft, weil da kann nur eine Person arbeiten. Hat geschafft, die Multiplus alle beide einzubauen, die Booster, die drei MPPTs. Ja, wir haben bei dem 10 Modul haben wir zwei Kreise gemacht und noch eine dritte haben wir die Solarregler getauscht. So, das kann der Kunde auch über Servo diese alte Kreis sehen. Und jetzt fällt nur die Batterie einzubauen. Die Verteiler muss ja alle die Kabel im Verteiler machen. Ja, so sind die Verteiler hier. Das sind die zwei Batterien, 2x540. Das ist der Shunt, die muss noch da eingebaut werden. Und das alles kommt hier in dieses Fach. Ja, sieht man, hier ist noch, hat er noch ein paar Sicherung, die Verteiler für die, da wo die grün-gelbe Kabel sind, die Verteiler für Erdung hat er gemacht, alle die andere Sicherung, die drei kleine für Booster und da der für die zwei Multi da oben und so weiter. Und die Kabel sind schon hier, aber die müssen noch in Verteiler und dann kommen noch die, die Batterie rein, ja. Genau. So, ich mache noch der hier. Der braucht da Licht drin. Und der war hier, sodass wir nicht die Tür gekratzt. Genau. Dann schauen wir kurz, ob wir, ich kann euch zeigen, da drin. So, auf dieser Seite sind die zwei Boosters. Dann die drei MPPTs sind da, zwei hinten, einer hier vorne. Dann die zwei Wechselrichter, einmal links, einmal rechts.
Der GX-Tank ist auch da, klar, weil wir brauchen, da unten ist der GX-Tank, wir brauchen für die drei Sensoren. Und da ist der Servo, da oben rechts. So dass alle die Tanks über das Servo zu sehen, brauchst du einen GX-Tank. Gut, und jetzt war die Frage, und so ist der Titel auch, lohnt sich so eine Mini-Waschmaschine einzubauen? Es lohnt sich für die Leute, die nicht da drin wohnen, weil die ist erstmal zu klein, zweites Mal, du hast keinen Trockner, drittes Mal muss die angebaut haben, Ahnung über was die machen, ja, und das war hier überhaupt nicht der Fall. So, erstes Mal, hier haben die eine zusätzliche Pumpe eingebaut, die soll das Wasser in den Grautank schieben nach Schleuderung, ja, hat nicht funktioniert. Dann, die sagen, da war komplett falsch eingebaut, hat das ganze Auto trepidiert, wie soll ich sagen, ja, war nicht richtig eingebaut. Und wie gesagt, zu klein, nicht richtig eingebaut, keine Wasser geht in Grauwasser, in Tank müssen die immer irgendwo runter machen in einen Kanal und so weiter und so fort. So, auf jeden Fall, von meiner Meinung ist, wenn man nur eine Wochenende in Urlaub geht, ja, eine kleine Waschmaschine reicht. Wenn nicht und der Mann da wohnt, wie in diesem Fall, dann klar, Leute, reicht nicht mehr. Die ist zu klein. Oder hast du die Möglichkeit, so irgendwo in der Stadt oder in einem Campingplatz eine Waschmaschine zu finden? Oder wenn dein Auto groß genug ist, so eine Hausart-Waschmaschine passt auch. Eine Sache, die wir nicht schaffen, weil heute kommt der Kunde und abholt sein Auto, ist erstmal mit Versiegelung, müssen wir nächste Woche irgendwo machen. Zitronikalarmanlage, wahrscheinlich schaffen wir heute wahrscheinlich nicht. Aber dann, die wollen noch eine zusätzliche Wassertank. Weil hier haben die 400 und das reicht nicht. Klar, wenn du da wohnst, nur die Waschmaschine nimmt zwischen 50 und 90, es kommt um welches Programm nutzt du. Ja, das reicht nicht. Die wollten zusätzliche Wassertank, haben wir geguckt, runter zu machen. Passt leider nur von der Form 2x43, ist zu wenig. Eventuell hier oben konnten wir, aber die haben Fahrräder, die haben, weißt du, guck mal, Florin ist nicht mehr da, jetzt kann ich euch ein bisschen besser filmen, ja, so sieht es zurzeit erstmal, ja, wie gesagt, es gibt noch viel zu tun, aber zurzeit sieht es so aus, genau, ja, mit Wasser ist immer so ein Thema, wir gucken, was konnten wir machen, das ist ein Punkt, Zitronik und Alarmanlage und diese komplette Keramikversiegelung. Dann, ich zeige euch noch kurz hier in die Ecke, der Film ist sowieso lang genug. Das ist die Tiny Waschmaschine, was war da drin? Wir gucken, Waschmaschine ist nicht schlecht, aber nicht für so Fall. Wechselrichter ist raus, alte Batterie ist raus und ein alter Ventilator, wo haben wir Maxfan und Efeu. Efeu war auch da drin und die haben gesagt, raus damit. Die bringen mir gar nichts. Erstmal brauchen wir zu viele diese Ethanol. Und zweites Mal ist zu wenig für uns. Ich glaube, es ist die 80er oder die, Moment, die 150er sogar. Die 150er, aber die sagen, mit der kleinen Batterie, in Kombination mit der kleinen Batterie, ist sowieso nicht okay. Ich habe die gesagt, die sollen der behalten. Jetzt bei dem 1000 Lithium
Aber die sagen, nee, lieber mehr Lithium, lieber mehr Solar, Booster genug und das war's. So, Leute, das ist die Thema. Wir müssen gucken, ob wir es schaffen bis heute Abend. Wir haben jetzt gleich genau 12 Uhr. Wir haben noch 6 zu arbeiten. Hoffen wir, das schaffen wir. Ja, die Träger hier kommen auch da rein. Mal sehen, jetzt mit der Waschmaschine passen die nicht mehr komplett da drin. Ja, so, das war's. Wer Langeweile hat, kann meine komplette Film gucken. Wer nicht, kann springen, wenn er will und so weiter. Das ist jeder entscheidet für sich selbst. Ich weiß, in 30 Minuten hat nicht jeder Zeit zu gucken, aber so sieht es hier aus und hätte ich nicht in 5 Minuten geschafft, euch zu zeigen. Ja, wie immer, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Oder wir sehen uns in Mönchengladbach oder unten in Bayern. Ich bin nach meiner Vor- und nach meiner Schulung bei Ebersprecher bin ich auch da unten. Und sonst, wir hören uns am Telefon oder ihr seht mich in diese Filme. Tschüss, bis nächstes Mal.